Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Das ist der dritte Beitrag zur Vertiefung der Spiegelungsmethode, in der es heute um die Spiegelung an einer dielektrischen Grenzschicht, also zwischen zwei Dielektrika, geht. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Ja, wir hatten uns in den letzten beiden Beiträgen schon damit beschäftigt, dass wir die Spiegelungsmethode im ersten Beitrag etwas formaler eingeführt hatten. Und dann hatten wir im zweiten Beitrag Beispiele gerechnet, die wir zumindest teilweise schon kannten. Wenn Sie diese beiden Beiträge noch nicht gesehen haben, dann sollten Sie sich das zunächst mal anschauen, weil wir vieles von dem, was wir dort vorbereitet haben, jetzt eben für diese Problembetrachtung hier benötigen. Was ist das Problem? Wir hatten ja bisher immer nur gesagt, wir interessieren uns für die Lösung in einem Volumen V1, das ein Dielektrikum sein soll. Und das andere Volumen, das angrenzende Volumen, sollte ein ideal leitendes Medium sein. Das war das Volumen V2. Was wir jetzt betrachten wollen, ist, dass wir in einem Volumen V1, das dielektrisch ist mit der Dielektrizitätskonstante Epsilon1, ein zweites dielektrisches Volumen eingebettet haben, V2, mit der Dielektrizitätskonstante Epsilon2. Und das ist natürlich zunächst mal ein ganz anderes Problem schon. Hierbei sollen wie bisher auch Ladungen in Form von Punktladungen in V1 vorgegeben sein. Das heißt, an den Orten Ri' befinden sich die Ladungen Qi. Und gesucht ist aber jetzt, dass die Lösung in V1 und in V2. Das ändert das Problem grundsätzlich. Bisher war immer nur die Lösung in V1 gesucht, weil wir die Lösung in V2, also in dem ideal leitenden Medium, ja schon kannten. Da ist die Lösung des elektrostatischen Problems ja einfach. Wenn da ein idealer Leiter ist, dann ist doch das Feld, das E-Feld, 0. Jetzt, wie gesagt, suchen wir aber die Lösungen in beiden Volumina und die sind beide dielektrisch. Da müssen wir natürlich aufpassen, wo wir die Bildladungen positionieren. Die Lösungsidee ist jetzt folgendermaßen. Für die Berechnung im eingebetteten Volumen V2, können wir zunächst mal für die Berechnung im nicht eingebetteten Medium, also in dem umgebenden Medium, das ist das V1, da können wir Bildladungen, wie wir das bisher gemacht haben, positionieren, weil wir müssen ja immer aufpassen, dass wir die Bildladungen nicht dort hinsetzen, wo wir das berechnen wollen. Das heißt, wenn ich es in V1 berechnen will, dann darf ich Bildladungen nicht in V1 platzieren. Deshalb werden diese Bildladungen in V2 deponiert als Ersatz für das eingebettete Material. Das heißt, das V2, wo bisher eben auch ein Epsilon2 war, das ersetze ich jetzt durch das gleiche Dielektrikum, was ich auch außen habe, also durch Epsilon gleich Epsilon1. Damit kann ich dann hoffentlich das Potential in V1 berechnen. Für die Berechnung im eingebetteten Volumen, also jetzt in V2, da kann ich natürlich nicht Bildladungen in V2 positionieren, weil das würde mir die Lösung ganz sicher verfälschen. Ich muss dann diese Bildladungen, die ich noch nicht kenne, die nenne ich Q1'', an den Orten R1'', die kann ich jetzt nur in V1 platzieren, also in dem Bereich platzieren, wo ich jetzt gerade kein das Problem nicht berechnen. Ich muss es also unterteilen in eine zweischrittige Berechnung. In diesem zweiten Schritt der Berechnung, wo ich das in V2 berechne, muss ich jetzt natürlich das V1 mit Epsilon gleich Epsilon2 annehmen, damit ich wieder
kein Randwertproblem habe. Ich will ja durch diese Ersatzprobleme mein Randwertproblem gerade in ein Freiraumproblem überführen. Um das Ganze, um die Parametervielfalt etwas einzugrenzen, werden wir zumindest den Versuch unternehmen, dass wir die Bildladungen für diesen zweiten Schritt dorthin platzieren, wo auch unsere ursprünglichen, die realen Ladungen saßen. Also das RI Stern Stern soll gleich dem RI Strich sein. Das kommt dann faktisch dem gleich, dass wir die ursprünglichen Ladungen nur verändern, weil im zweiten Ersatzproblem sind ja dann da die ursprünglichen Ladungen und an den gleichen Positionen zusätzlich die Ladungen QI Sternchen Sternchen. Wir haben also keine Ladungen an neuen Positionen, außer den Bildladungen, die wir im ersten Schritt einführen. Oder nochmal als Bildchen dargestellt, wir haben ein reales Problem, so wie es hier dargestellt ist, also äußeres Volumen V1 mit Epsilon 1, inneres Volumen V2 mit Epsilon 2. Die Oberfläche von V2 wird natürlich auch wieder eine Rolle spielen. Wir nehmen an, dass wir in V1 Ladungen, reale Ladungen vorgegeben haben und wir dann somit ein Randwertproblem zu lösen hätten. Und dieses Randwertproblem ersetzen wir jetzt in einem zweistufigen Verfahren durch Freiraumprobleme. Wenn wir im Außenraum das Potenzial berechnen, dann füllen wir das innere Volumen V2 mit dem gleichen Dielektrikum, das wir außen haben. Dadurch haben wir dann kein Randwertproblem mehr. Und um die Randwerte einzuhalten, platzieren wir im Inneren von V2, so wie wir das auch vorher schon gemacht haben, Ladungen QI Stern mal Lambda RI Strich, das Minus ist wieder Konvention, wie wir es vorher auch hatten, an den Positionen RI Stern. Wenn Sie aufmerksam sind, stellen Sie fest, dass das jetzt etwas anders geschrieben ist als vorher. Wir haben hier vorher eigentlich nicht. Also das hatten wir im Prinzip vorher auch so geschrieben. Und das Lambda ist wieder der Faktor, mit dem wir die Ladungen skalieren. Und wir hatten vorher schon gesehen, dass das im Wesentlichen dann etwas ist, wo wir geometrieabhängig eine Aussage drüber machen können oder nicht. Erinnern Sie sich daran, dass man bei der Ebene und bei dem Problem Linienladungsdichte vor dem Zylinder Lambda gleich 1 hatten und bei der Kugel hatten wir ein Lambda, das dann tatsächlich ortsabhängig war. Schauen Sie gegebenenfalls im Abschnitt Beispiele nochmal nach. Also, das ist das erste Teilersatzproblem, wo wir jetzt nur in V1 die Lösung berechnen und eigentlich so wie bisher Bildladungen in V2 platzieren, damit die Randwerte eingehalten werden. Und wenn wir aber jetzt die Lösung auch in V2 berechnen wollen, dann können wir ja Bildladungen eben nicht in V2 setzen, sondern was wir dann machen ist, dass wir das äußere Dielektrikum auch als Epsilon 2 annehmen, damit wir wieder kein Randwertproblem haben. Und um die Randwerte automatisch einzuhalten, platzieren wir jetzt zusätzliche Ladungen QI Sternchen Sternchen, aber die nicht irgendwo hin, sondern um die Komplexität ein bisschen einzuschränken, an die gleichen Positionen wie die ursprünglichen Ladungen. Das ist die Idee. Ja, und den nötigen Formalismus dafür haben wir eigentlich schon entwickelt. Aber um jetzt die nächsten Schritte sauber zu verstehen, ist es gut, dass wir noch mal ganz kurz auf die Stetigkeitsbedingungen am Übergang zwischen zwei Materialien drauf schauen. Das haben wir ja im Hauptstrang dieser Beitragsserie schon gemacht. Schauen Sie in den Beitrag TT Verhalten an Grenzflächen oder in das entsprechende Video. Dort ist das schon mal behandelt worden. Im Allgemeinen können wir sagen, wir haben einen normalen Vektor, der uns die Grenzfläche charakterisiert. Und wir hatten das immer so orientiert, dass es von Medium 1 nach Medium 2 hin orientiert ist. Das wollen wir beibehalten.
Grundsätzlich können wir jeden beliebigen Vektor, wenn wir eine Richtung vorgeben, auch immer in die normalen Komponente und in eine Tangentialkomponente zerlegen. Die Normalkomponente ist die Komponente in Richtung dieses normalen Vektors. Und ja, die Tangentialkomponente ist dann eben der zweite Summand, der noch fehlt, dass es der Vektor ist. Und diese Tangentialrichtung, die können Sie berechnen, indem Sie einfach n Kreuz dem Ursprungsvektor machen und dann nochmal Kreuz n. Und damit Sie das Ganze normieren, müssen Sie nochmal durch n Kreuz a dividieren. Das ist also, können Sie sich leicht von überzeugen, der entsprechende Tangentialeinheitsvektor. Und at ist die entsprechende Komponente in die Richtung. Und die wird natürlich wieder die Länge n Kreuz a Betrag haben, sodass Sie das insgesamt dann auch so schreiben können in Aufspaltung in Normalkomponente und Tangentialkomponente. Aus dem Induktionsgesetz bekommen wir die Aussage, dass die Tangentialkomponente der elektrischen Feldstärke beim Übergang zwischen zwei dielektrischen Materialien immer stetig ist. Das heißt, dementsprechend gilt auch immer, schauen Sie sich die Tangentialkomponente an, das zweite Kreuz n können Sie hier natürlich weglassen, dann bleibt dabei, dass n Kreuz e2 minus e1 gleich 0 ist. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie es so haben wollen, wenn Sie eine Differenz in den Feldstärken haben, dann ist die Differenz nur in den Normalkomponenten der Feldstärke zu finden. Die Tangentialkomponente ist stetig. Das kann man natürlich auch fürs analog fürs Skalarpotential hinschreiben. Sie wissen ja, dass die beiden Größen so miteinander verknüpft sind. E ist gleich minus Gradient Phi. Das liegt daran, dass in der Elektrostatik das E-Feld rotationsfrei ist und das dann immer so geschrieben werden kann. Und wenn Sie jetzt hier einfach für E minus Gradient Phi einsetzen, dann haben Sie sofort diese äquivalente Schreibweise für die Stetigkeitsbedingung der Tangentialkomponente. Auch das können Sie natürlich wieder so hinschreiben, dass Sie den Unterschied im Gradient Phi ausdrücken als Unterschied in der Normalkomponente. Bei der Normalkomponente gibt es jetzt eine weitere Bedingung, die folgt aus dem Gausschen Gesetz. Und hier ist es so, dass die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung sehr wohl unstetig sein kann. Sie kann unstetig sein, sie muss aber nicht unstetig sein. Wenn sie unstetig ist, dann liegt das daran, dass wir eine Oberflächenladung Rho F ausbilden können. Also denken Sie an den Fall, dass Sie eine Ladung in der Nähe einer geerdeten, ideal leitfähigen Oberfläche haben. Dann influenziert diese externe Ladung auf der Oberfläche eine Ladung und Sie bekommen tatsächlich eine solche Oberflächendichte. Hierzu muss es aber freie Ladungsträger erstmal geben. Wir betrachten hier den Übergang zwischen idealen Dielektrika und da kann sich eben eine solche Oberflächenladungsdichte nicht herausbilden. Das heißt, die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung ist am Übergang stetig. Und das können wir jetzt natürlich umschreiben auf das elektrische Feld. Da kommen jetzt natürlich Epsilon 1 und Epsilon 2 mit ins Spiel. Und auch das könnten Sie wieder umschreiben auf das Potential. Wenn wir zusätzliche Bedingungen für das Potential verwenden, nämlich dass das Potential beim Übergang im Allgemeinen auch stetig ist. Es ist tatsächlich sogar zweimal stetig differenzierbar. Das haben wir in der Elektrostatik ja auch andauernd verwendet. Wir haben Laplace-Gleichungen hingeschrieben, wir haben Poisson-Gleichungen hingeschrieben. Da stehen ja überall die zweiten Ableitungen bezüglich der Raumrichtungen in der Gleichung drin. Und wenn das nicht zweimal stetig diffbar wäre, dann ginge das ja auch gar nicht. Aufpassen muss man da nur, wenn man am Übergang so etwas hat wie eine zusätzliche Quelle fürs Potential, also einen Potentialsprung erzwingt. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie eine Dipolschicht haben oder eine Zellmembran betrachten, wo Sie eben so eine Doppelschicht haben, eine geladene Doppelschicht und da einen Potentialsprung wirklich provozieren oder diese Schicht durch einen Potentialsprung modellieren, dann ist das anders. Aber
einfach an der Grenzschicht zwischen zwei Dielektrika ist das Potenzial stetig. Auch das werden wir benutzen. Ja, mit dem, was wir schon wissen, können wir jetzt natürlich die Potenziale, können wir uns den Potenzialen in V1 und V2 annähern. Zwar zunächst mal betrachten wir den Freiraum. Also wenn wir nur den Freiraum haben und unsere beiden Ersatzprobleme oder unsere beiden Teile unseres Ersatzproblems sind ja Freiraumprobleme, dann wissen wir ja schon, wie die Greens-Funktion aussieht. Also für V1 ist das die Greens-Funktion des Freiraums, da steht eben Epsilon 1 drin. Und für V2 steht hier einfach ein Epsilon 2 drin. Und ich werde das an der Greens-Funktion einfach mit Epsilon 1 und Epsilon 2 markieren, damit das klar ist, was gemeint ist. Und es ist auch klar, dass wir zwischen den Greens-Funktionen auch einfach umrechnen können. Das skaliert natürlich einfach mit dem Verhältnis der Faktoren Epsilon 1 und Epsilon 2. Wir könnten das auch auf die Greens-Funktion des Vakuums umrechnen. Auch das, da steht ja hier unten einfach Epsilon 0. Das ist auch kein Problem. Das werden wir ganz am Schluss dann auch einmal benutzen. Wenn wir jetzt das erste Ersatzproblem oder den ersten Teil des Ersatzproblems betrachten, also die Berechnung in V1, dann können wir ja die Greens-Funktion des Volumens V1 oder die Greens-Funktion des Freiraums, der mit Epsilon 1 gefüllt ist, verwenden, sowohl für die Originalladungen als auch für die Bildladungen, die hier hinten stehen, weil im Ersatzproblem ist das Material ja komplett über den gesamten Raumbereich erstreckt. Das hier vorne ist der Term für die Originalladung Q am Ort R'. Und hier hinten ist einfach der entsprechende Term für die Bildladungen, die ja dann minus Lambda von R' mal Q Stern waren. Und in der Greens-Funktion stehen jetzt eben entsprechend auch die Bilder der Quellen. Also T von R' sind ja unsere R-Sternchen. Das sind die Orte der Bildladung. Und wir verwenden weiter die Eigenschaften, die wir schon gefunden haben, nämlich dass wir umwälzen können vom Quellpunkt zum Aufpunkt. Das heißt, wenn wir das T jetzt vom R' rüberholen zum R, dann müssen wir auch beim Lambda das vom R' auf das R umschreiben. Für das zweite Ersatzproblem geht das im Prinzip genauso. Also zunächst mal kann ich das auch so hinschreiben. Da ist jetzt überall das G Epsilon 2 drin, weil das gesamte Medium ja jetzt mit Epsilon 2, der gesamte Raum mit Epsilon 2 gefüllt ist. Das hier wären wieder die Originalladungen Q mal G Epsilon 2 an den Orten R'. Und wenn ich in V2 berechne, hatte ich ja gesagt, setzen wir Quellen Q Sternchen Sternchen wieder an die gleichen Orte, wo auch die ursprünglichen Quellen waren. Deshalb steht hier das gleiche R'. Und dann kann man das natürlich zusammenfassen, kann die Greens-Funktion hier ausklammern. Und dann ist das einfach Q plus Q Sternchen Sternchen G Epsilon 2. Wir haben ja hier es jetzt mit Dielektrika zu tun. Das heißt, wir müssen nochmal oder wir können uns nochmal anschauen, was passiert eigentlich mit den Gesamtladungen. Und da erinnere ich an das, was wir bei der isolierten Kugel uns überlegt haben, nämlich, dass die Gesamtladung hier eigentlich erhalten sein muss. Wir haben ja kein, wie bei isolierten, wie bei geerdeten, beliebig leitfähigen Materialien haben wir kein unendliches Reservoir, aus dem eine Ladung kommen könnte, sondern das Ganze ist als isoliert anzusehen. Und damit kann sich die Gesamtladung nicht ändern. Und das bedeutet aber auch, dass die Teilladungen, die ich hier in V1 einbringe und die Teilladungen, die ich in V2 einbringe und die Teilladungen, die ich in V1 einbringe, insgesamt tatsächlich kompensiert sein müssen. Das heißt, das ist eine Nebenbedingung, die daraus folgt, dass hier keine Ladung aus dem Nichts entstehen kann und es ist eben auch kein idealer Leiter, der geerdet ist und das aus irgendeinem Reservoir schöpfen könnte. Das heißt, das ist eine wichtige Nebenbedingung, die hier sofort eigentlich aus der Ladungserhaltung folgt. Und das Ziel ist jetzt natürlich das Q-Stern,
das Lambda und die Bildorte R', die ja T von R', die ja T von R' zu bestimmen. Und zwar so zu bestimmen, dass die Stetigkeitsbedingungen für die Felder und für das Potential auf der Oberfläche von V2 erfüllt werden. Über diese Nebenbedingung hier, wenn ich das Q und das Lambda habe, dann habe ich natürlich auch das Q Stern und das Lambda habe, habe ich auch das Q 2 Stern. Deshalb steht das hier nicht nochmal extra mit drin. Ja, und um das rauszubekommen, was wir, um zu gucken, wie weit kommen wir, können wir denn jetzt hier kommen, müssen wir einfach mal losrechnen. Das heißt, wir müssen mal anfangen und die Stetigkeit des Skalarpotentials für die Orte, die zur Oberfläche gehören, uns anschauen. Also an das Skalarpotential ist überall stetig, aber es ist insbesondere auch stetig am Übergang zwischen den Materialien. Und das versuchen wir jetzt auszunutzen. Das heißt, wir wissen, dass die Differenz Phi 2 minus Phi 1 für R-Element der Oberfläche gleich 0 sein muss. Und die Ausdrücke für Phi 2 und für Phi 1 haben wir uns ja gerade eben hingeschrieben. Das ist das hier, der Ausdruck für Phi 1. Und habe ich das richtig rum? Ja. Vertauschen Sie lieber mal die Indizes hier an der Stelle. Schreiben Sie hier Phi 1 minus Phi 2, dann ist das konsistenter mit den Ausdrücken, die hier stehen. Ist ja für die Differenz, wenn die gleich 0 sein muss, vollkommen egal. Also schreiben wir Phi 1 minus Phi 2, weil das, was hier steht, der erste Term, das identifizieren Sie als das Phi 1. Und das, was hier hinten steht, ist das, was wir gerade als Phi 2 hingeschrieben hatten. Und jetzt erinnern wir uns an das, was wir für Lambda und T auf der Oberfläche gefordert hatten. Also R liegt ja auf der Oberfläche. Und wir wollen für Lambda und für T wieder die gleichen Eigenschaften fordern, die wir früher auch schon gefordert hatten. Das heißt, wir fordern, dass Lambda von R für Punkte auf der Oberfläche gleich 1 ist. Und wir fordern auch, dass T von R für Orte auf der Oberfläche gleich R selber ist. Dass also die Oberfläche auf sich selber transformiert wird. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, weil wir dann das Lambda hier nicht haben und hier natürlich dann schon zweimal die gleiche Greens-Funktion haben. Das gibt diesen Term Q minus Q Stern mal die Greens-Funktion. Und diese Greens-Funktion hier hinten, das g epsilon 2, das können wir ja auch durch g epsilon 1 ausdrücken und brauchen dann diesen Korrekturfaktor epsilon 1 durch epsilon 2. Also dieser Term kommt von hier mit dem g epsilon 2, was jetzt eben ausgedrückt worden ist als epsilon 1 durch epsilon 2 mal g epsilon 1. Das muss 0 sein. Die Greens-Funktion wird uns nicht den Gefallen tun. Also wird dieser Klammerausdruck hier 0 sein müssen. Und wenn wir dann nochmal durch Epsilon 1 durchdividieren, bekommen wir diesen Ausdruck, wie er hier steht. Oder wenn ich das auf die andere Seite bringe, eben die Gleichheit zwischen diesen Ausdrücken, wie sie hier stehen. Das ist schon mal schön und das können wir uns schon mal merken. Als nächstes, jetzt haben wir jetzt Stetigkeit des Skalarpotentials haben wir schon ausgenutzt. Jetzt gehen wir zur Tangentialkomponente des Feldes wieder auf den Orten der Oberfläche. Ne? Und schreiben das aber hin in Form des Potentials, weil wir ja mit dem Potential rechnen. Aber Sie erkennen den Ausdruck wieder. Das ist einfach Tangentialkomponente des E-Feldes ist stetig für Punkte auf der Oberfläche. Das heißt, das muss gleich 0 sein. Hier ist es nochmal hingeschrieben. Und ja, jetzt brauchen wir zunächst mal einfach wieder nur einzusetzen. Also Phi 1 ist der Ausdruck, den ich hier eingesetzt habe. Und hier setzen wir Phi 2 ein. Das ist das, was hier hinten steht. Das erkennen Sie wieder. Im nächsten Schritt verändern wir den vorderen Term erstmal nicht. Der bleibt, wie er ist. Und hier bei dem hinteren Term
Da ersetzen wir die Greens-Funktion, also gehen wieder von g epsilon 2 auf ein g epsilon 1 über und brauchen dann wieder hier diesen Korrekturterm. Das schreiben wir hier auf der nächsten Seite erst nochmal oben hin, damit wir hier nicht den Überblick verlieren. Das nächste, was man sich überlegen könnte, wäre natürlich, dass man, wenn wir auf der Oberfläche sind, wieder t von r und lambda von r, also lambda von r zu 1 setzt und t von r gleich r setzt. Das geht aber hier so einfach nicht, weil das Ganze steht ja unter dem Gradienten und deshalb geht die Umgebung natürlich auch ein und ich kann das nicht einfach am Punkt punktuell ersetzen. Dafür müsste ich es erstmal aus dem Gradienten rausziehen. Deshalb darf ich das nicht machen. Ich muss also letztendlich weiterrechnen. Das ist ein bisschen mühsam, aber nicht schwierig. Also wirklich nur mühsam. Wir schreiben das erstmal hin. Also was wir auf jeden Fall natürlich rausziehen können, ist das Q aus dem Gradienten. Das ist ja nicht von R abhängig. Und dann können wir den Gradienten natürlich auch einzeln auf die verschiedenen Terme loslassen. Das heißt, wir können das erstmal der Reihe nach hinschreiben und hier ist wirklich nichts anderes passiert, als dass wir den Gradienten auf die einzelnen Summanden durchgezogen haben. Dann bekommen wir den Ausdruck, so wie er hier steht. Und interessant ist jetzt der Term, der hier steht, weil hier steht natürlich stehen zwei Funktionen, die von r abhängig sind, nämlich hier das Lambda von r und hier noch das Groß t von r. Das t kennen wir gar nicht, aber der Gradient ist natürlich bezüglich von r. Das heißt, das ist etwas, was wir uns gleich nochmal wirklich anschauen müssen. Vorher gucken wir aber, was wir zusammenfassen können. Wir haben ja hier auf jeden Fall schon einen Term, der mit n Kreuz Gradient g Epsilon 1 ist. Und hier haben wir auch einen Term, der mit n Kreuz Gradient g Epsilon 1 steht. Und diese beiden Terme können wir auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Das ist dieser hier. Und das, was hier der zweite Summand, der hier steht, das ist genau der Term von hier oben. Da ist also noch nichts weiter passiert. Wenn wir jetzt weiter rechnen, dann müssen wir hier nach Produktregel das natürlich ausrechnen. Und das gibt dann erstmal den Vorfaktor mal n Kreuz Gradient Lambda. Da ist also g Epsilon 1 von t von r und r' vor den Gradienten gezogen worden. Dafür brauche ich aber jetzt noch einen zweiten Term, indem ich den Gradienten nur auf diese Greens-Funktion anwende und dafür das Lambda nach vorne schreibe. Das heißt, das ist einfach Produktregel hier. Dieses hier wird nach Produktregel so hier unten hingeschrieben. Die erste Zeile ist wieder, da hat sich nichts verändert. Das ist die erste Zeile von hier. Und in der zweiten Zeile, da können wir Folgendes machen. Wir haben ja, wenn wir uns das hier anschauen, hier haben wir das g epsilon 1 von t von r jetzt ja inzwischen außerhalb des Gradienten stehen. Wenn es außerhalb vom Gradienten steht, dann wird es ja lokal ausgewertet. Das heißt, r liegt jetzt auf der Oberfläche und wir können dann t von r an dieser Stelle tatsächlich durch r ersetzen. Das ist diese Vereinfachung. Und hier hinten steht aber nach wie vor eben Gradient angewendet auf diese Greens-Funktion, wo noch die Transformation drin steht, wo wir also das Problem haben, was ich eben schon angesprochen habe, dass der Gradient bezüglich r ist und hier aber nicht r alleine steht, sondern t von r. Das ist hier oben nochmal hingeschrieben. Das ist einfach nochmal übernommen, die Formel von der vorhergehenden Folie. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie wir hier hinten mit umgehen. Und was wir hier ausnutzen können, ist, dass wir
angenommen haben, dass T stetig differenzierbar ist und dass auch T angewendet auf T von R wieder zurückführt. Und in diesem Fall, zumindest in diesem Fall, gilt, dass der Gradient bezüglich R angewendet auf die Greens'sche Funktion, wo hier TR im ersten Argument steht, das gleiche ergibt, als würde ich den Gradient bezüglich TR bilden. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, dass das gilt. Damit lässt sich nämlich der Ausdruck natürlich weiter zusammenfassen, indem Gradient von R, G von TR ja nichts anderes ist als Gradient bezüglich TR, G von TR-R', kann ich hier auch wieder einfach die Variable R setzen. Das ist ja dann genau das Gleiche. Und damit habe ich hier wieder eine Größe N Kreuz Gradient G Epsilon 1 R R'. Und das gibt einen weiteren Beitrag, den ich hier vorne mit dazu schreiben kann. Jetzt eben mit einem zusätzlichen Minus Q Sternchen. Das ist das Minus Q Sternchen, was jetzt hier auftaucht. Ja, und aus der Stetigkeitsbedingung für das Potential wissen wir aber schon, dass dieser Term hier auf jeden Fall 0 ist. Das heißt, was hier letztendlich noch stehen bleibt, ist, dass dieser zweite Summand gleich 0 sein muss. Die Ladung wird es nicht sein, die Greens-Funktion wird es nicht sein. Also muss hier diese Komponente des Gradienten verschwinden. Also wir wissen, wir haben jetzt gelernt, dass für Punkte auf der Oberfläche von V2, für alle Punkte auf der Oberfläche von V2, gelten muss, dass n Kreuz Gradient Lambda von R gleich 0 sein muss. Leider sagt uns das noch nicht so viel über Lambda selber aus, aber es ist als Zwischenergebnis auf jeden Fall mal festzuhalten. Wir können jetzt exakt die gleiche Rechnung auch durchführen, nicht für die Tangentialkomponente des E-Feldes, sondern wir hatten ja noch eine weitere Stetigkeitsbedingung für die Normalkomponente des elektrischen Feldes, eigentlich der dielektrischen Verschiebung, aber dann eben auch des elektrischen Feldes, wenn wir das transformieren. Und es stellt sich heraus, dass die Rechenschritte, die dabei zu machen sind, genau die gleichen sind. Deshalb mache ich das nicht nochmal. Es sind wirklich exakt die gleichen Schritte, die dann anfallen. Und wenn man das macht, bekommt man eine ganz analoge Beziehung, wie wir hier hatten, eben für n Kreuz, also letztendlich für die Tangentialkomponente des Gradienten von Lambda, bekommen wir jetzt auch noch eine Nebenbedingung für die Normalkomponente des Gradienten von Lambda. Naja, und wenn beide auf der Oberfläche gleich 0 sein müssen, dann muss natürlich tatsächlich der Vektor selber, also Gradient Lambda von R auf der Oberfläche verschwinden. Das ist das, was wir jetzt letztendlich daraus gelernt haben. Wissen immer noch nicht, wie Lambda ist, aber wir wissen, welche Bedingung an ein Lambda geknüpft werden muss. Was haben wir also inzwischen dann insgesamt herausbekommen? Wir haben aus der Konstanz der Gesamtladung diese Beziehung hier bekommen. Das heißt, wenn wir das Lambda und das Q-Stern haben, dann haben wir auch das Q2-Stern. Wir haben aus der Stetigkeit des Potentials diese Beziehung hier bekommen. Und wir haben aus der Betrachtung der normalen Tangentialkomponente des Feldes am Übergang zwischen den Materialien diese Nebenbedingung bekommen, die an der Oberfläche von V2 für das Lambda von R eingehalten werden muss. Wir haben aber noch keine allgemeine Lösung für Lambda. Aber das Lambda ist ja diese geometrieabhängige Funktion, die uns unsere Ladungen skaliert. Und wir haben zwei Beispiele schon kennengelernt, wo wir ein Lambda verwendet haben, das diese Bedingung hier erfüllt. Nämlich bei der
ups, hier muss Ebene stehen, bei der Ebene und beim Zylinder, gerade eben nicht bei der Kugel, bei der Ebene und beim Zylinder, da haben wir mit Lambda von R gleich 1 gerechnet. Und wenn Lambda konstant ist, dann ist Gradient von Lambda natürlich gleich 0 überall und insbesondere auf der Oberfläche. Das heißt, wenn wir Lambda von R gleich 1 setzen und damit Ebene und Zylinder vielleicht behandeln können, dann wird das Ganze natürlich einfacher. Wenn Lambda gleich 1 ist, dann sehen Sie sofort, dass dann eben Q Stern gleich Q2 Stern ist. Und wenn Q Stern gleich Q2 Stern ist, können wir diese Beziehung hier auch auflösen und können Q Stern in Abhängigkeit von Q direkt hinschreiben. Das heißt, es besteht die Hoffnung, dass man hier sowohl für die Ebene, nicht Kugel, für die Ebene und auch für den Zylinder mit dem Verfahren, was wir hier jetzt haben und auch mit den Transformationen, die wir schon für Grenzfläche zu ideal leitenden Metallen hergeleitet haben, auch dieses Problem der dielektrischen Spiegelung behandeln können. Aber was dazu kommt, ist eben, dass wir jetzt nicht nur das Lambda haben, was uns die Bildladung skaliert, sondern wir haben eben, wie Sie hier sehen, die Ladung, die wir platzieren, ist ja Lambda mal Q Stern. Und Q Stern ist jetzt nicht einfach nur Q, sondern Q Stern ist jetzt auch noch abhängig davon, wie Epsilon 1 und Epsilon 2 ist. Und Sie sehen auch, wenn die Materialien gleich sind, dann ist eben zum Beispiel Q-Stern gleich 0, damit ist auch Q-2-Stern gleich 0, dann brauche ich überhaupt nicht zu spiegeln. Ist aber auch klar, weil dann habe ich ja auch gar kein Randwertproblem, dann habe ich ja ein homogenes Material. Kommt also richtig raus. Wie gesagt, es besteht die Hoffnung, dass man das jetzt eben wirklich für die Ebene, nicht Kugel, für die Ebene und für den Zylinder auf diese Art und Weise hinbekommt. Und wir schauen uns das jetzt für die Ebene auch tatsächlich nochmal an. Die Geometrie wäre also wieder so, wie wir sie auch kennen. Volumen 1 mit Epsilon 1, Volumen 2 mit Epsilon 2, ein Aufpunkt R, ein Quellpunkt R', wo die Ladungen Q sitzen, wo aber tatsächlich auch die Q2-Sterne hinkommen, die, wie wir ja jetzt ja wissen, gleich den Q-Stern sind. Und bei T von R' sitzt eben eine Ladung minus Q-Stern, jetzt nicht minus Lambda Q-Stern, sondern nur minus Q-Stern, weil Lambda ist ja gleich 1. Und dieses minus Q-Stern, das wissen wir auch schon, wie groß es ist, das ist minus Epsilon 2 minus Epsilon 1 durch Epsilon 2 plus Epsilon 1 mal Q. Und damit können wir dann eben in V1 formal natürlich wieder die Lösung hinschreiben. Das ist ja Q mal die Freiraum-Greens-Funktion mit der Dielektrizitätskonstante Epsilon 1, weil wir davon ausgehen, wenn wir in V1 berechnen, dann ist eben überall V1, überall Epsilon 1. Nur dass eben diese Bildladungen noch außerhalb des Volumens existieren an den transformierten Punkten. Und das Lambda taucht hier nur deswegen nicht auf, weil es eben 1 ist. Deshalb hier einfach minus Q-Stern. Und das Q-Stern kennen wir ja. Das ist jetzt hier einfach nochmal eingesetzt. Also zusammen mit dem Q, was jetzt vor die Klammer gezogen worden ist, ist das einfach das Q-Stern. Natürlich können wir das, und das machen wir jetzt auch auf die Vakuum-Greens-Funktion des Freiraums umschreiben. Also wenn ich den Index hier weglasse, dann ist die Vakuum-Funktion jetzt gemeint. Und dabei ist natürlich dann einfach der Faktor Epsilon 0 durch Epsilon 1 nach vorne zu ziehen. Das wäre also diese. Und im zweiten Teil kann ich jetzt natürlich dann in V2 das analog berechnen. Jetzt tue ich so, als wäre das gesamte Medium mit Epsilon 2 gefüllt.
Die ersten Bildladungen, die gibt es jetzt natürlich nicht. Das heißt, im V2 ist jetzt überhaupt keine Bildladung und alle Ladung ist jetzt im Ursprungsvolumen, nämlich die ursprünglichen Ladungen und die Ladungen Q, Sternchen, Sternchen, von denen wir wissen, dass sie jetzt genauso groß sind, nur mit unterschiedlichem Vorzeichen wie eben die Q-Stern. Und dann kann ich mir das wieder formal über die Greens-Funktion hinschreiben. Das ist die Greens-Funktion, die Freiraum-Greens-Funktion für das Medium, das komplett mit Epsilon 2 gefüllt ist. Ich brauche hier nicht zu transformieren, weil die sind an den gleichen Positionen festgehängt. Und hier ist es noch geschrieben mit Q und Q-Sternchen, Sternchen. Aber natürlich kann ich jetzt auch Q rausziehen und dann bekomme ich hier 1 plus und dann eben dieser Skalierungsfaktor für die Ladungen. Und auch das kann ich umschreiben auf die Freiraum-Greens-Funktion des Vakuums, indem ich hier wieder mit Epsilon 0 durch Epsilon 2 skaliere. Und ich könnte es auch, wenn ich es so haben möchte wie hier oben, mit einem gemeinsamen Faktor Q Epsilon 0 durch Epsilon 1, kann ich das auch umschreiben. Und wenn Sie das machen, dann brauchen Sie nur entsprechend durchzumultiplizieren, stellen Sie fest, dass sich hier dann einfach das Vorzeichen ändert. Sodass wir also Ausdrücke bekommen, die sehr schön symmetrisch hier nochmal dargestellt sind. Und letztendlich haben wir jetzt die problemangepasste Greens-Funktion damit auch hingeschrieben. Sie ist jetzt allerdings in einer geteilten Definition hingeschrieben, nämlich in der Art und Weise, dass wir einmal in V1 und einmal in V2 das Ganze getrennt betrachten müssen. Ja, und damit wären wir jetzt auch am Ende dieser kleinen Vertiefungsserie angekommen. Sie haben gesehen, dass dieser Formalismus, den wir hier gewählt haben, mächtig ist, um Sachen zu betrachten, die wir bisher in der Form noch nicht so ohne weiteres betrachten konnten. Und Sie können selbstständig mal überlegen, ob Sie auch das Problem der des Ladungsfadens vor einem dielektrischen Zylinder hier vielleicht mit diesem Verfahren gelöst bekommen. Und ja, wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Vielleicht auch Anmerkungen dazu, welche anderen Vertiefungen Sie sich wünschen würden. Gut. Dann verbleibt mir nur, mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich zu bedanken. Alles Gute für Sie.